Da sind wir auch schon wieder zurück bei SnowRunner und stecken immer noch hier am Berg und müssen hier noch ein ganzes Stück fahren auf jeden Fall. Das könnte man unterwegs noch aufsagen. Wir haben den Scout und dann schauen wir mal, dass wir irgendwie zu der Polarbasis rübergekrochen kommen, die Frachter abzugeben. Ich hoffe nur, dass der LKW hinter mir dann auch noch genug Sprit hat. Im Scout ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, wir können uns ja retten, aber dann ist halt die Fracht weg, ne? Sehen wir den Turm von hier aus? Nö, ne? Oha. Das wird gefährlich da vorne. Schauen wir mal, der Turm ist hier drüben. Wir könnten eigentlich theoretisch hier durch den Wald einen Abstecher machen zu dem Turm. Ja, das machen wir mal. Ich hoffe nur, dass der Wald... Ne, der ist zu dicht hier. Dann kommen wir hier lang. Durch. Da drüben ist der Turm. Beobachtung. Verlorene Service-Anhänger, okay. So, dann fahren wir den gleichen Weg einfach wieder zurück. Jetzt kommen wir hier nicht durch, oder wie? Häng mal am Ast. So, dann machen wir unseren Konvoi wieder ready. Oh, wir können ja mal gucken, was haben wir denn alles aufgedeckt jetzt?
Okay, müssen wir hier durch, dann da durch. Oh Gott. Ja, das. Okay, haben wir hier noch eine Tankstelle unterwegs? Nee, ne? Bezwingung der Westberge. Okay. So beim halben Tank, jetzt haben wir ja schon einen halben Tank, ich glaube bei 15 Liter beginnt, glaube ich, jetzt erst mal tanken. Jetzt kommt wieder ein Berg und dann brauchen wir wieder ein bisschen mehr Sprit. Gegen den Hänger. Ja, das wäre jetzt cool, wenn wir zu zweit wären oder zu dritt oder zu viert. Das wäre natürlich mega nice. Da könnten ein paar mit diesen Tankhänger rumfahren oder einer mit dem Tankhänger, einer mit dem Service und die anderen zwei können sich voll aufs Fahren konzentrieren. Lenkt da schon gegen, wo willst du denn hin? Kleiner G. Boah. Du hast dich durchgeschüttelt. Aber das ist auch die einzige Tankstelle, die wir momentan haben hier hinten, ne? Wenn ich so rumguck. Tankstelle, ja. Ach, da oben ist nochmal eine, okay. Aber die ist zu weit, da fahren wir lieber zu der anderen. Eat me, poop, poop. Okay, wir sehen nichts, obwohl wir das Licht an haben. Oh Gott. Eigentlich irgendwie noch das Licht. Funktionen. Nee, immer nichts mit Licht, ne? Geht wahrscheinlich automatisch an und aus.
müssen. Gerade gut. So, da sind wir auch schon wieder an der Tanke. Gut, das wollte ich mich gerade machen, den Motor aus. Marshall. Ist bei GTA nicht auch der Marshall so ein Jeep? Dem Ding gerade fahren ist irgendwie unmöglich. So, zurück zum Truck und wieder abschleppen, wenn wir hier die Eiskurve kriegen. Okay, also wir brauchen 5 Liter von der Tanke bis hierher. Mal sehen, wie viel wir bis zum LKW brauchen. Mal dann nur so einrechnen, nicht dass wir liegen bleiben. Solange er sich noch durchgräbt, alte Punkte. Okay, der bringt jetzt nichts.
Komm schon, komm schon, grab dich durch. Was vielleicht auch noch cool wäre, wenn sie das, weiß ich ja nicht, ob sie das so drin haben in der Physik, weil nachts ist es ja auf jeden Fall mal kälter, dass dann diese Schlammdinger so gefroren sind, dass man da besser drüber kann, aber tagsüber sind sie schön matschig, dass man auch schön stecken bleibt. Das wäre auch noch nice. Durchs Wasser und da vorne steht schon der, den wir schleppen. Es muss weitergehen. Ein bisschen Schlangenlinien hier vorne fahren, uns besser hochgraben. Bewegen wir uns, das ist immer gut. So, und dann geht es auch schon wieder ein bisschen bergab. So, dann müssen wir mal schauen. Ach, ich mache mal Punkte. Auf jeden Fall mal geradeaus, dann dadurch das Schlammdingens und dann irgendwie ein Dorfusel. Ja, es ist nicht mehr so wie in den ersten zwei Teilen, sage ich mal.
Hier braucht man schon ein bisschen länger. Klar, wenn wir natürlich genug Geld haben und die Fahrzeuge dazu, die entsprechenden, wo auch genug Leistung haben, dann kommen wir hier auch schneller durch. Das ist ja klar, aber die haben wir nicht. Noch nicht. So, hört ihr geschafft? Wir haben noch 19 Liter. Müssten eigentlich wieder zurückfahren zum Tanken. Wir haben hier auch keine andere Tanke, ne? Bis dahinter. Ich weiß halt nicht, wie lange es braucht bis dahinter. Na gut, ehe wir hier unten sind. Ja, wir bräuchten eigentlich einen Tankwagen. Wir können uns ja mal den hier schnappen. Ich glaube, den müssen wir vorher umbauen. Damit können wir, glaube ich, nicht unsere Trucks tanken. Wir machen mal Bergen, ja. Truck Shop. Bräuchte nicht sowas wie ein. Die sind alle zu teuer. 39.000, 30.000. Dann haben wir 37.000. Der ist eigentlich okay. Davon haben wir ja schon einen. Genau, so machen wir das. Wir machen verkaufen. Kaufen, ja. Den Jeep brauchen wir eigentlich auch nicht. Verkaufen. Und dann holen wir den hier, glaube ich. Der hat immer an. Hat zwar Schnellstraße drauf, aber ich glaube, mit denen können wir noch Benzin mitnehmen. Aufsätze.
Wartungsmodul. Ich glaube, da können wir auch tanken. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir kaufen es einfach mal. Wenn nicht, dann haben wir das Geld halt in den Sand gesetzt. Das ja, ist halt dann so. Dann brauchen wir noch Federung. Erhöht haben wir nicht dabei. Okay, das... ja, okay. Das geht auch nicht. Reifen. Könnten wir wenigstens die raufballern. Alle anderen haben wir noch nicht, ne? Nee. Winde. Automatisierte. Oder autonome. Das haben wir schon geguckt. Schnorchel. Auf jeden Fall. Für die Tiefen beim Gewässer. Da kann man da durchballern. Das ist okay. Gut, dann fahren wir mit dem. Der kann reparieren. Anhänger kann er auch mitnehmen. Kein passender Anhänger. Scout-Auflieger. $3,800. Okay, müssen wir uns merken. 3.800 brauchen wir auf jeden Fall. Ja, fahren wir jetzt mal zur Tanke mit dem. Mit dem Dingenst. Also ein Servicewagen ist immer gut, da brauchst du nicht immer hin und her eiern. Da brauchen wir bloß einmal mit dem Servicewagen voll ballern und dann den immer in der Nähe halten. Der ruppelt ganz schön, du. Der hat auch als Eigentank schon ein bisschen mehr wie der kleine Jeep. Okay, das ist die kleine Anfahrt. Die nehmen wir nicht. Dafür kommt der Jeep halt überall durch, ne? Ich glaube, dass wir vom Sprit her mit dem Servicewagen weiterkommen als mit dem Jeep. Der verbraucht zwar ein bisschen mehr, aber ja. Mehr als das Doppelte, fast das Dreifache sogar Tankvolumen. Mehr als das Dreifache. Uiuiuiui. Oh. Schild steht noch, bisschen umgedreht, aber steht noch. Okay, mit dem müssen wir ein bisschen hangeln jetzt. Wir haben ja noch keine Offroad-Sachen für das Teil.
Komm schon. Wenn du es vielleicht auch hast, den anderen kaufen sollen. Jetzt kriegt man den Pfosten da hinten. So, jetzt fahren wir aber erstmal Tankstelle, logisch. Und schauen, ob der Benzin mitnehmen kann. Wenn nicht, dann ist schlecht, weil wir brauchen Benzin. So, aber das sehen wir in der nächsten Folge, ob wir Benzin mitnehmen können mit dem Ding oder nicht. Ob wir das Geld ausgegeben haben, sinnlos oder nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.